Unternehmen Sovade habe ich gegründet 1999 am 14. April. Also wir haben im nächsten Jahr 25-jähriges Betriebsjubiläum als One-Man-Show. Wir bieten klassisch, haben wir angeboten, die Dachdeckerarbeiten vor 25 Jahren und haben uns dann weiterentwickelt Richtung Klempnerei, Holzbau, Zimmerei bis heute PV. Und im Moment beschäftigen wir ca. 75 Mitarbeiter. Ich habe damals überlegt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, wo und wie. Das ist Cuxhaven hier mit einer Nordsee, mit Störungsschäden und so. Für den Dachdecker strategisch gar nicht so schlecht. Die Stärken sehe ich momentan besonders darin, dass wir sehr leistungsstark sind hier in der Region. Durch unsere Größe, Betriebsgröße und das Leistungsportfolio haben wir ein sehr großes Leistungsspektrum. Und das wird vermehrt abgefragt von Kunden, vom Markt, weil doch dieses in diese Richtung geht, ja, einen Ansprechpartner zu haben. Ich für mich habe versucht zu ahnen, was kann denn ein Unternehmen Sovade in den nächsten 10 Jahren nach vorne bringen. Der Holzbau spielt schon eine elementare Rolle in der Zukunft, auch politisch gewollt. Wir haben insgesamt 15 Millionen Euro investiert. Das ist für so ein mittelständisches Handwerksunternehmen schon eine Nummer. Jetzt diesen Schritt in die Automatisierung. Ich habe da schon einen ziemlich großen Schluck aus der Pulle, wie man so schön sagt, genommen. Nicht weniger haben mir den Vogel gezeigt, wie man als Dachdecker ohne jegliche tieferen Kenntnisse in diese Richtung investiert. Dann auch in dieser Größenordnung. Kleiner hätte es ja auch getan, aber es ist so ein bisschen mein unternehmerischer Ehrgeiz. Die Chancen, die ich da gesehen habe, müssen wir sehen, dass sich das jetzt auch bestätigt. Aber das ist korrekt, dass wir da letztendlich von einem Handwerksbetrieb, was den Holzbau betrifft, in eine Automatisierung gewechselt sind von 0 auf 100. Das ist eine Herausforderung. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Die Anlage an sich bietet alles, dass wir ergonomisch dort arbeiten können und die Mitarbeiter einen sehr, sehr guten Arbeitsplatz vorfinden. Es fängt an mit der Konstruktion, im CAD-Programm. Von da aus wird die Abbundmaschine angesteuert. Die macht den Abbund, also schneidet alle Hölzer zu, die benötigt werden zur Erstellung der Elemente. Vom Abbund geht es dann rüber in die sogenannte Riegelwerkstation. Das ist ein Tisch, da werden die Elemente ausgelegt, also die Holzelemente als Rahmen in der Regel ausgelegt. Das machen dann zwei Kollegen. Von da aus geht es dann zu Tisch 2. Da werden die erste Lage aufgelegt an OSB-Platten oder was auch immer gewünscht ist. Werden dort vernagelt, gesägt, wird dann mit Schmetterlingstischen, wenn es gedämmt wird, zur anderen Seite transportiert. Da steht die Dämmbrücke von Weimann. Dort haben wir uns entschlossen, das mit Holzwolle zu dämmen, also generell mit Holzwolle zu dämmen. Dort wird die Dämmung eingeblasen, vollautomatisch und computergesteuert und mit Protokoll. Kommt dann wieder zurück auf Tisch 3 und da wird die zweite Seite belegt, mit je nachdem, was gewünscht und gefordert ist. Wird dann auch wieder besägt und vernagelt, verklammert. Und am Ende der Straße entweder kommt noch Fassade drauf, wenn gewünscht, oder es geht halt ins Regal und ab zum Kunden. Das ist eine große Herausforderung, muss man sagen, wenn man aus der händischen Fertigung in die automatisierte Fertigung geht. Hier gibt es nicht so viele von diesen Anlagen, dass man auch Mitarbeiter vielleicht irgendwie mal akquirieren könnte. Also das heißt, wir mussten die selber ausbilden. Wir haben hier zwei Zimmerermeister, die sich dieser Aufgabe stellen. Für mich war das erste Mal, dass ich überhaupt Berührungspunkte mit der Branche habe. Als Dachdecker hat man üblicherweise nicht mit solchen großen Maschinen zu tun. Da waren ein paar Dinge für mich auch neu. Es war ein begleitender Projektingenieur dort, da der von Anfang an sich darum gekümmert hat, bis jetzt, wo das Projekt abgeschlossen ist. Ich habe seit vielen Jahren einen sehr vertrauenswürdigen Geschäftsführer, also einen langjährigen Mitarbeiter, der vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer hier die Karriere gemacht hat. Das ist jetzt Ben Maywald, den wir als Familie auch sehr viel verdanken. Und der ist hier seit 3 Jahren auch Geschäftsführer, technischer Geschäftsführer. Und mein Wunsch wäre es, dass er sozusagen meine Kinder in die nächste Ebene hebt, ich dahinter mit meinem Wissen und meiner Erfahrung beistehe. Ich wünsche mir, dass das angenommen wird, das Angebot, was wir hier machen, diese Vielfalt, die wir unseren Kunden bieten können, vom Holzbau über Dach, Solar. Und da sind wir aber auch angewiesen, dass unsere Kollegen das mittragen und den Mehrwert für sich erkennen. Es geht darum, dass sie selber für sich den Vorteil sehen und vielleicht ihre Margen auch und ihre Kunden zufriedenstellen und das mit Zulieferung ihr Portfolio wieder auch erweitern und vielleicht auch mit kleinerer Betriebsgröße letztendlich mittelgroße bis größere Projekte stemmen können. Das wäre so mein Wunsch, also im B2B-Bereich durchzustarten.